geht viral. Was? Ich? Oh, toll! Oh, da seid ihr ja schon wieder. Ich bin nur ein bisschen am üben hier, ne? Ja. Also äh, heute. Folgende Inhalte. Ähm, es ist ja immer quasi wichtig, dass wir uns alle Jans doll lieb haben, jenseitig. Ne? Das ist ja beim letzten Mal schon so ein bisschen angeklungen. Äh, mit den Zähneputzen und vergeben und so. Und ähm, eigentlich soll man ja immer seinen Nächsten lieben. Ja, nicht nur eigentlich, sondern immer. Eigentlich ist ja eine Einschränkung. Also, man soll immer seine Nächsten lieben. Liebe deine Nächsten so wie dich selbst. Ne? Die goldene Regel. Ja. Und ähm, das hat ja auch der liebe Herr J. schon so gesagt. Und äh, deswegen wollen wir das ja auch alle tun. Denn es ist ja klar, uns selbst lieben wir immer schon am allermeisten. Ne? Also, äh, mir muss keiner sagen, Jochen, du musst dich auch mal selber lieben. Das tue ich schon von Jans allein. Ich meine, wer hat mich denn heute heute Morgen äh, gestriegelt, gefüttert und gewaschen und so? Gut, das mit dem Waschen, das war heute halt mehr so eine theoretische Angelegenheit. Aber trotzdem. Äh, jedenfalls, äh, meistens kümmere ich mich um mich. Ne? So. Und ähm, deswegen ist es wichtig, auch auf die anderen zu gucken. Auch der Kölner. An sich kümmert sich natürlich um seine nächsten und das schlägt sich auch in seinem Lied gut nieder. Ne? Da immer schön Lieder singen, schön zum Schunkeln, über auch so Dinge wie jenseitig helfen, aufeinander aufpassen und so. Und da will ich euch mal zwei Liedsche präsentieren. Könnt ihr wieder was lernen? Ein Stückchen körische Kultur ist immer gut. Ne? Und ähm, ja, würde ich mal sagen, ich singe mal los. Also eins, zwei, viertel vor drei. Nee, äh, eins noch. Ähm, ihr müsst ja erstmal äh, quasi eine Crashkurs in Kölsch bekommen, damit ihr das überhaupt versteht, was ich da singe. Also, erstens. Kölsch ist die einzige Sprache ob der ganzen Welt, die man auch trinken kann. Ja, da guckte, ne? Ich meine, habt ihr schon mal probiert, äh, irgendwie Deutsch zu trinken oder so? Französisch kann er auch nicht von sich behaupten. Also. Das ist die wichtigste Grundregel, die man immer wissen muss. Kölsch kann man sprechen und trinken. Ganz wichtig für alle Festivitäten, auf die ihr euch so begebt in Richtung Rheinland. Ähm, dann, hier wird ein einziges Wort, das schon mal quasi so 95% aller kölschen Ausspracheregeln abdeckt. Und ähm, das will ich euch jetzt mal präsentieren. Achtung, hier kommt das Wort für euch: Fluch. Zeugträger. ja da, oder? Schwein ist doch super, ist doch eine super Wort. Ne? Braucht man ja oft so im Sprachgebrauch. So, jetzt sagt der Hochdeutsche natürlich, aber Jochen, das sind noch 3G. Flugzeugträger. Hallo, Entschuldigung, ich bitte euch, ich will doch keinen, keinen Nagel, Nagel in die Wand hämmern. Hä? Zeugträger. Das ist doch Quatsch, ne? Der Kirche, der geht ein bisschen sanfter mit seinem Sprachorgan um und macht es ein bisschen fließender, ne? Fluchzeugträger. Da jedet keinen einzigen Plosiv in diesem Wort. Ne? Der Sprachforscher sagt Plosiv, zum Beispiel P, T, K oder eben G. Das sind alles Plosive. Fluchzeugträger. Da jedet quasi keinen Plosiv außer beim TS, das ist noch mal andere Geschichte. Also, diese Form, wie der Kölsche Fluchzeugträger sagt, das ist quasi, das ist wie der Rhein, der sich so schön mehr andern durch die Stadt schlängelt. Oder wie ein kühl, leckeres Kölsch, das sich meinen Hals hinunter. Naja, ihr wisst was ich meine. Also, es ist besser so, wie läuft man das? Ähm, apropos Kölsch-Aussprache, Regeln, ne? Jetzt sagt ihr vielleicht der ein oder andere Kenner an den Bildschirm und sagt, hör mal, was der Jochen da verzählt, das ist kein Kölsch, das ist, möchte ja ein Kölsch. Ja, ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage. Äh, 50 Jahre lebenslänglich im Knast äh, bei Kölsch und Halver Hahn oder so. <laughs> das wäre ja noch ja, nicht schlecht. Es ist so, ich bin quasi nur ein Immigrant. Ne? Also, meine Eltern kommen nicht aus Köln. Und deswegen war ich immer so zwischen den Welten irgendwie und ja, was soll man dazu noch sagen? Ne? Aber ich gebe mir Mühe, ich übe fleißig. Und äh, ob man eine Köln jung ist oder nicht, oder nicht, das entscheidet sich im Herz, nicht ob dem Pass, ob dem Papier oder so. Ja? Das ist eine Frage der Einstellung. Und äh, Köln adoptiert jeden, der das will.